Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bella Italia. Heute sind wir wieder in Sizilien und der Rick ist auch wieder dabei. Hallo. Ja, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ja, klar doch. Ich habe mich jetzt einmal um mich selbst gedreht und dann mache ich nächste Folge. So ungefähr ist es, ja. Ist nicht viel passiert seitdem, du. Ja doch, wir müssten Dezember haben. Ich bin mir nie sicher. Ja, meinst du Folge? Wann die Dezember? Folge kommt, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass sie erst im Januar kommt. Wer weiß, vielleicht haben wir auch schon 2030. Keine Ahnung. Das ist schon ein bisschen sehr spät, oder? Ich glaube, so weit haben wir nicht vorproduziert. Bezweifle ich jetzt auch mal. Na, einstellen kann man es ja. Nee, es geht tatsächlich maximal bis 25 momentan. Ah, okay. Na, ich hab tatsächlich so ein paar Sachen, so ein paar Ideen vorgeplant gehabt von den für die Community-Tab. Ich habe da immer, wenn ich irgendwelche Ideen habe, habe ich da Sachen reingespeichert. Da wolltest du 2030 machen? Ich habe die jetzt so weit in Zukunft gepackt, wie irgendwie geht, bis wir einen Termin haben, wann wir die halt nutzen, damit das halt trotzdem da ist schon mal. Und deswegen weiß ich jetzt 2025, das letzte war aktuell. Aber da wir ja jetzt bestimmt Dezember haben, vielleicht sogar Januar, müssten einige oder die meisten von diesen Umfragesachen auch schon online sein. Das stimmt, ja. Also könnt ihr gerne mal reinschauen und mal mit abstimmen oder die Quizfragen da beantworten. Wir sind ja immer sehr neugierig auf euer Feedback. Genau, neugierig immer. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Hier, wir bauen wieder die Stadt weiter, wollte ich schon gesagt haben. Ach so, ja, darum geht's. Warum sind wir eigentlich hier? Ja, warum? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Wie sind wir hier? Nee, Genau, wir bauen die Stadt weiter. Da warst du wirklich dabei, daran kann ich mich erinnern. Das ist gut, ich nicht. Das ist schön. Gut, dass du das noch weißt. Ja, noch ein Gebäude in der Stadt, ne? Ich meine, ist da irgendwas außergewöhnlich dran? Im Prinzip sind es ja einfach alles irgendwelche Häuser, ne? Einfach irgendwelche Häuser, mehrfach kopiert und ich finde, das hat sich persönlich, ich glaube, ich habe sogar ein paar Fenster weggemacht, dass da zu viele Fenster dran sind. Ist oft so, ne, wenn man so Häuser baut, dass man das Gefühl hat, man hat zu viele Fenster dran. Aber wenn man einmal durch die Weltgeschichte läuft und sich mal draußen umguckt, bestehen Häuser heutzutage ja fast nur aus Fenstern. Ja gut, gerade die modernen, ne, die sind ja sowieso aus riesengroßen Fenstern bestehend. Ja, wir wohnen nicht mehr in Häusern, wir wohnen in Fensterkästen. Ja, von Glaskästen einfach. Ja, wobei es sind ja meistens ein Bürogebäude. Ich glaube, sowas haben wir aber auch gar nicht hier drin. Ich glaube, wir haben kein einziges modernes Haus hier in dem ganzen Park. Nee, also ich habe zwar hinten das Büro gebaut. Ja, stimmt, das ist eine Mischung. Mit dieser riesengroße Glaswand. Ja, stimmt. Aber es ist halt auch so altbacken, ne, so vom Optischen. Ja, das ist das Modernste, was wir so haben hier, ne. Das ist das Haus, in dem halt ein... Das ist tatsächlich so, ja. Ja, so ein Stückchen der Wand eingerissen und neu modern mit einem Fenster gemacht wurde. Ja. Wir haben echt nichts Neues, ne? Nö. Nee, der ganze Park ist voll mit Stuck. Ich habe das Gefühl, ich kenne mal alle diese Teile mehr als auswendig. Der Stuck haben wir ja auch mehr als nur einmal benutzt. Ich habe mittlerweile schon den Reflex, wenn ich ein Haus baue, erstmal Stuck einzugeben, bevor ich irgendwas baue. Also, wird sich schon was finden. Die passen halt zu diesem Stil hier voll gut. Ich sehe jetzt auch in dem Haus, das du eben gebaut hast, sehe ich auch schon wieder Stuckelemente. Also, ja. Die sind halt überall. Es ist halt ich Italien, ne? Ich habe tatsächlich viel Stuck gebaut, ja. Stuck oder Kalkstein? Heißt das Kalkstein? Das hat auch so eine Struktur eigentlich. Das passt auch gut. Kalkstein hast du viel drin. Vintage haben wir, glaube ich, auch einiges von drin. Für die ganzen Decken und Strukturen und sowas, glaube ich, als Vintage-Teile. Und noch irgendwas? Ich glaube, Barock oder sowas, ne? Oder Beton, so Kram halt. Ja, Barock passt ja auch sehr gut rein. Durch das Geschnörkele, sag ich mal. Ja, ich weiß gar nicht, wie Teile Barock heißen, aber kann sein, dass die sind. Einfach nur Barockteile. Also, in dem Namen ist auf jeden Fall Barock drin. Ja, okay. Im Prinzip sind es ja alles dieselben Teile, aus denen wir diese ganzen Häuser hier bauen. Es ist schon faszinierend, dass hier noch so viele Sachen einfallen, um die unterschiedlich aussehen zu lassen. Eigentlich gar nicht. Also gerade am Ende sind mir so die Ideen ausgegangen. ja. Also, glaube ich. Gerade bei der Oper, die ist ja immer noch nicht fertig hier in dem
ne, in dem Zeitraum. Gerade die Decken. Ich hab keine Ideen mehr für Decken gehabt. Ich habe einfach irgendwas gebaut. Du bist wirklich zum Deckenkönig geworden mit dieser Oper, ne? Ich habe das Gefühl, du hast auch wirklich jede mögliche Kombination an Decke da reingebaut, die existiert. Das ist schon echt hart. Habe ich echt das Gefühl, dass das so ist, ja. Ja, also ich glaube, die Oper ist... Also du hast ja auch wirklich überall eine andere Stuckdecke reingesetzt. Das ist wirklich... Ja, also jeder Raum hat eine andere Decke, ja. Bestimmt. Ja, kann ich verstehen, dass du dann irgendwann einfach das nicht mehr sehen konntest und gesagt hast, komm, ich mache jetzt erstmal hier andere Häuser und bis wir den Kopf freikriegen. Manchmal brauchen wir so eine kreative Pause auch. Ja, aber ich bin sehr, sehr früh mit der Oper geworden. Aber da kommen wir ja später zu. Ja, die Oper ist super. Also, der ganze Park ist super. Alles ist toll da drin. Bis ja, auf die Performance. Fertig wird. Ja, das ist ja... Also ich muss sagen, die Performance geht aber noch. Also verhältnismäßig ist sie gut, aber sie ist halt nicht gut. Sie ist halt nicht sehr gut, aber es ist noch einigermaßen flüssig, sage ich mal. Also ich habe wenn ich Richtung Sizilien gucke, habe ich 16 FPS. Wenn ich nach Venedig gucke, sieht das schon mal anders aus. Die Performance ist gut, solange du dich von mir fernhältst. Ja. Ja, gut, ja. Das eine Haus hat ja auch einfach, das hat einfach Teile gefressen da bei dir. Ja, das, ich weiß auch nicht, warum ich so spät in dem ganzen Prozess noch mich dazu entschieden habe, sowas zu bauen. Naja. Ja, weiß ich nicht. Ja, es sieht super gut aus. Es sieht wirklich gut aus, ja, muss man schon sagen. Ich glaube, akkurater kann man das wirklich nicht bauen. Aber gut, das sehen wir dann ja auch irgendwann mal, falls wir da ankommen in ein paar Monaten mal. Ja, hoffentlich. Ich glaube, ich muss nicht echt das die ja, Venedig-Parts muss ich, glaube ich, echt ein bisschen umfangreicher gestalten jetzt in Zukunft. Einfach nur, damit ich ein bisschen hinterherkomme mit eurem ganzen Fortschritt. Es wäre ja doof, wenn wir irgendwann nur noch Venedig-Parts haben. Das Problem ist einfach nur, bei mir geht's ja auch schon langsam Richtung Ende, ne? Also, ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Videos. Ja, ja. Also ich habe auch nicht mehr wahnsinnig viel, aber ich muss halt noch recht viel bauen, was dann noch zu viel Content führen dürfte. Aber ich glaube, es wäre halt blöd, wenn wir irgendwann an den Punkt ankommen, dass wir sagen, hey, wir machen den Park fertig und übrigens, Venedig, das, was Folge 1 war, ist in Folge 60 immer noch nicht fertig. Wir machen jetzt nur noch Venedig-Folgen. Ist doch, glaube ich, ein bisschen schöner, wenn man die Abwechslung noch hatten von allen Bereichen, was sieht. Na, stimmt schon. Ja, Bluefire ist ja gerade dran zu bauen und ich denke, da kommen auch noch ein paar Pisa-Folgen. Ja, ich denke auch. Also, Pisa wird auch gut. Da fehlt, glaube ich, auch nicht mehr so viel, ne? Nö, gar nicht mehr so viel. Das ist eigentlich nur die Station noch, die er bauen wollte, ne? Ja, das kann sein. Ich habe den Park ja sehr lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie es aussieht. Ja, eigentlich immer noch genauso wie der Part 4 auf Genet hat. Okay. Ja gut, das ich hab's noch im Kopf, okay. Ja. Da hat sich dann halt nichts mehr geändert. Aber ich habe ja auch jetzt schon rumgebaut, ja. Ist ja jetzt schon bekannt. Ja, ist es doch. Also spätestens jetzt ist es bekannt. Nee, habt ihr erzählt. Wir haben das, das stimmt. Ich bin ja auch einfach nicht mehr ganz auf der Höhe, ne? Absolut nicht. Ich weiß nicht, ja. Macht mich fertig, die ganzen Videos hier. Oh. Warum? Zu viel Arbeit. Wir kommen halt nicht vorwärts. Ja, auf YouTube kommen wir wirklich nicht vorwärts, das stimmt. Aber ist eigentlich auch ganz gut so, weil wir haben ja auch nicht immer Zeit, ne? Du, ich komme im Park auch nicht vorwärts. Da habe ich ja weniger Probleme mit. Ja, du bist eigentlich wirklich fertig, ne? Also theoretisch bin ich fertig, ja. Also eigentlich müsste ich gar nichts mehr bauen, aber ich sehe schon kommen, dass ich dann ein bisschen aushelfen muss. Ja, ich decke mir wieder irgendwas aus. Ja, danke. Ja, gerne doch. Kann ja nicht sein, dass du nichts zu tun hast. Geht ja gar nicht. Wie kann das sein, dass er nichts zu tun hat? Irgendwas kann man immer noch bauen. Weil der Park noch nicht genug Teile hat. Ja gut, wir haben ja auch einiges nicht aufgenommen tatsächlich, zum Beispiel einen Parkplatz oder sowas, da müssen wir ja mal extra Videos machen. Dann machen wir so eine kleine Mini-Parktour raus. Würden wir überlegen, ob man mal eine eigene Folge zu Easter Eggs macht oder ob man das einfach den Leuten überlässt, wenn man sich den Park selber anschaut. Ja, das meinst du, ja. Es gibt ja durchaus einige Sachen, die überall im Park verteilt und auch versteckt sind. Und es kann ja eigentlich auch nicht jeder den Park öffnen, geschweige denn rumlaufen. Ja.
bevor die irgendwie gar nicht komplett untergehen, könnte man daraus eine eigene Folge machen. Weiß ich nicht, ob das gewollt ist. Ja, aber das könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das gerne haben möchtet. Dann können wir das natürlich schön planen. Ansonsten, werden wir es einfach mal durchgehen, durchfliegen, ein bisschen was erzählen. Guck mal, gibt immer noch irgendwas zu erzählen. Guck mal, kaum reden wir wieder, haben wir eine neue Idee, was man noch machen kann. Das ist so schrecklich. das hört auch nie auf. Nee, wirklich nicht. Wir sind nie fertig. Oh Mann. Aber dafür ist die Folge jetzt aber fertig. Ja, die Folge ist zu Ende, genau. Jan, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Part in aller Freude. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.